Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Guckt mal oben, gemütlich 10. Es war kein Bug. Ich hätte nur mal eher die Kommentare lesen müssen. Tut mir leid, ich blende euch nochmal an der Stelle ein. Zwei Leute haben mir den Tipp gegeben. Vielen Dank dafür. Das Ding hier, das muss brennen, dann wird's gemütlicher. Ja, wäre ich nie drauf gekommen. Tatsächlich nicht. Ich dachte immer, irgendwelche Einrichtungsgegenstände und so, aber dass hier draußen die Feuerstelle nochmal einen Punkt ausmacht. So weit hätte mein kleines Gehirn nicht gedacht. Naja, was soll's. Wir müssen mal gucken. Ich habe ein bisschen Zeit vertrieben, aber nicht extrem viel. Ich hoffe mal, dass vielleicht schon das erste Flachs oder Gerste fertig ist. Das hier ist leider immer noch nicht fertig, darum denke ich, dass auch Flachs und Gerste noch nicht fertig sein wird. Was mich nur wundert, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ist das größer geworden? Oder war das von Anfang an so? Was läuft denn hier für eine Musik? Geil! Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass Flachs ist größer geworden, auch wenn da steht, es kann hier nicht wachsen. Aber vielleicht bilde ich es mir auch einfach nur ein. Nicht zu viel Zeit verdrödeln. Wir machen wieder in die Ebenen. Wir gucken jetzt mal fix nach Flachs und Gerste. Ich habe die Tränke aus dem Fermentierer geholt, nochmal eine Ladung Tränke hinterhergeschmissen. Also wir haben jetzt hier wieder sehr gesunden Met einstecken. Ja, es ist natürlich noch nicht vorbei. Menno, also noch nicht fertig. So, tut mir leid, dann müssen wir heute noch ein bisschen erkunden gehen. Lass mich mal kurz schauen, von der Richtung sind wir gekommen. Ich sehe doch schon wieder ein totes Kito hier oben. Ja, ich habe mich einmal schlafen gelegt, habe noch ein paar Sachen. Ja, ich hätte auch erst blocken können. Der hat keine Nadel verloren, ne? Nö, leider nicht. Ja, also ich habe mich einmal schlafen gelegt und habe noch ein bisschen Zeit vertrödelt mit den Tränken und so. Mehr war leider nicht drin. Sag mal, der zweite, der keine Nadel verliert. Deswegen, tut mir leid. Moment. Wir gehen nochmal zurück. Ich wollte nämlich eigentlich was anderes mit euch. Aua, ich renne aber auch immer wieder rein. Guck mal, ist das schon fertig? Nee. Okay. Ich wollte noch was mit euch machen. Denn ich habe nochmal gegoggelt. Und Goggle hat mich nicht unbedingt schlauer gemacht. Also das Gerstenmehl müssen wir nicht nochmal weiter verarbeiten. Das ist halt einfach so, wie es ist. Also man kann irgendwie noch Brot backen und so, ja. Aber eigentlich müssten wir die Loks Fleischpastete und Fischhäppchen und Blutpudding und keine Ahnung, was alles dazu gehört, müssten wir schon herstellen können. Ich war ja ein bisschen verwundert letzte Folge, warum das Rezept nicht aufgesprungen ist. Und ich glaube, es liegt daran, dass wir den Kessel noch nicht auf höchster Stufe haben. 5 Eisen, 5 Kupfer. Ich habe die Befürchtung, wir haben... Doch, wir haben. Sehr gut. 5 Eisen. Zack, 5 Kupfer. Und. Ah, 10 Edelholz, 5 Schwarzmetall. Ich glaube, es hängt am Edelholz. Ich bin mir relativ sicher. Am guten Edelholz da hängt's. Das heißt, wir brauchen die Axt. Habe ich die unter Werkzeug oder Waffen? Die haben wir hier. Und dann gehen wir mal fix auf die Jagd nach Bäumen. Klingt so wie so ein Techno-Schuppen, der ganz weit entfernt ist. Schön. Komm, wir holen uns mal noch ein bisschen Edelholz. Und dann können wir das Ding mal auf die 4 machen. Wäre das Einzige, was ich mir jetzt erklären kann. Ich hatte jetzt bloß nochmal nach den Rezepten geguckt für die Loks Fleischpastete. Und da stand halt gekocht. Nee, da stand Loks Fleisch und. Mit euch los? Kurz eingepennt oder was? Ja, stand halt bloß Loks Fleisch und Gerstenmehl. Deswegen kann ich es mir nur erklären, dass es daran liegt, dass wir den Kessel noch nicht auf der 4 haben. Macht ja auch Sinn, sind die besten Lebensmittel, wird wahrscheinlich auch den besten Kessel brauchen. Aber geil, dann haben wir das Ding auf jeden Fall auch voll. Wir müssen bloß mal irgendwo eine Birke finden. Ich glaube, hier hinten hatten wir letztens mal eine gesehen. Also die haben wir zwar, glaube ich, kaputt gehauen, aber wo eine Birke ist, ist vielleicht auch eine andere. Ich hätte definitiv auch echt Bock mit euch in den Sumpf zu gehen. Ich weiß nicht, wollen wir mal hier in den kleinen Sumpf gucken, ob wir... Oh Gott, das Vieh hat mich gerade erschreckt, ey. Ob wir eins von den neuen Gegnern finden? Guck mal, da haben wir schon mal eine Birke. Ja, komm, da machen wir das diese Folge mal, oder? 10 Edelholz haben wir gebraucht und ich muss mal ganz kurz... Entschuldigung.
Hier mal mein Headset leiser machen. Jetzt haben wir's. Es schreit mir gerade etwas in die Ohren. So, wie viel haben wir da? Ganze 5 Edelholz. Ne, nochmal 2. Ach ne, doch nicht. Kam nur später die Meldung. Komm, sag mir, dass das 10 sind. Jawohl, perfekt. Immer nur so viel holen, wie man braucht. Damit wir das nächste Mal direkt wieder los müssen, sobald wir ein Edelholz brauchen. Das ist, beschreibt so ungefähr mein ganzes Leben. Gut, komm, wir gehen mal hier kurz in den Sumpf. Ach, guck mal, kennen wir das schon? Also wir müssen es kennen, weil es war aufgedeckt auf der Karte. Und leer war es auch. Krass, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, aber ist cool hier. Ich muss sagen, ich freue mich echt unendlich drauf, so eine kleine Base nochmal in den Ebenen zu bauen. Also wir haben an sich definitiv in den nächsten Folgen sehr, sehr viel vor. Wir haben jetzt natürlich keine Giftresistenz dabei. Wir rennen jetzt hier bloß mal fix durch. Der Sumpf war ja eh nicht so riesig, ne? Also wenn wir den jetzt hier nicht finden, dann halt nicht. Machen wir das in einer der nächsten Folgen. So, gib mir deine Innereien. Aber wenn wir natürlich einen treffen, wäre geil. Ein bisschen Angst habe ich, weil das soll ja so eine Art Mini-Boss sein. Also halt schon relativ stark. Aber wir sind auch relativ stark. Also werden wir das schon irgendwie handeln. Guck mal, da haben wir noch ein paar Skelettis. Sieht auch geil aus, ne? Wie die hier so vereisen. Also die Skelette, die erwischt es echt dolle, ne? Gut, die sind auch schwach, aber trotzdem. So, lieber Sumpf. Komm, zeig mir mal einen deiner neuen bösen Monster. Einfach ausgerechnet im Sumpf. Das Gebiet, was ich am wenigsten leiden kann. Bringt natürlich einen neuen heftigen Gegner hervor. Wie sollte es anders sein? Aber ich glaube, wir haben kein Glück. Mal guck mal hier, ein paar Rüben. Obwohl, wir haben eigentlich genug Rüben. Wir haben mehr als genug Rübensamen. Ich habe halt trotzdem das Gefühl, die Musik wurde nochmal überarbeitet. Bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwie klingt das gerade etwas anders als sonst. Vielleicht täusche ich mich aber auch. Achso, die normale Melodie, dieses Dö-Dö-Dö, das ist gleich, aber die Musik so im Hintergrund, dieses Dramatische, weiß nicht, ob mir das sonst nie so doll aufgefallen ist. Jetzt haben wir hier Dungeon nicht fertig. Gut zu wissen, ich Vollidiot bin das letzte Mal wieder zum Knochenwandsumpf gerannt. Als ich Eisen sammeln war. Naja. Also, ich glaube, hier ist keiner. Ich meine, der soll auch nicht so oft vorkommen. Wäre halt auch fies, dadurch, dass der ja jetzt nun doch etwas schwerer ist als andere normale Gegner. In Anführungszeichen. Wäre es natürlich auch ein bisschen mies, wenn der an jeder Ecke ist. Aber hier haben wir erstmal kein Glück. Dann gucken wir uns demnächst nochmal den Knochenwandsumpf an. Geht weg. Uiuiui, was ist denn hier los? Ne, nicht die Skelette, die bringen mir gar nichts. Also Bludis, Schlundis meine ich, die können wir definitiv noch ein bisschen erledigen. Weil wir mit dem Gerstenmehl und hoffentlich dann Kessel Stufe 4 halt auch eigentlich Blutpudding herstellen könnten, sollten. Machen, dürfen, wie auch immer. Da habe ich auf jeden Fall mal Bock drauf. Also Blutpudding, Fischhäppchen, dazu müssen wir nochmal zum Händler. Und uns eine Angel holen. Vielleicht machen wir das die Folge noch. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall Fisch für. Ja, dann kann ich ja eigentlich mal zusammenfassen, was so in den nächsten Folgen ansteht. Also, wir bauen definitiv weiter. Dann werden wir Angel besorgen. Das machen wir vielleicht heute. Dass wir die drei besten Lebensmittel herstellen können. Also gut, Schlangeneintopf haben wir schon. Aber wir brauchen natürlich noch Fischhäppchen und Blutpudding. Warte mal, und Lox-Pastete, genau, und das sind doch noch 3. Also das auf jeden Fall herstellen, kleine Base in den Ebenen bauen.
Ich hatte es gerade schon gesagt, ich sag's nochmal, definitiv weiterbauen an unserer Basis. Ich hab's schon wieder viel zu lange schleifen lassen. Aber das machen wir versprochen demnächst. Ich will mal gucken, ob wir irgendwo das Teerzeug mit unterkriegen können. Jetzt haben wir es ja schließlich. Guck mal, Wolfs Rabenverzierung, geil. Das kam ja alles dazu mit dem Teer. Das sieht natürlich mega geil aus. Wir hatten nur Dächer, ne? Na gut, das passt eigentlich ganz gut. Wir wollen doch eh ein Dach bauen. Oh, Dunkelholzbalken. Ne, Holzbalken sind auch dazugekommen. Pfosten und Balken. Ansonsten aber nur so die Dachgeschichte. Geschnitzter Dunkelholztrenner. Oh, Leute. Das wäre doch geil für die Fassade. Aber passt eigentlich ganz gut, dass wir mit dem Dach noch so lange gewartet haben. War keine Absicht von mir. Es hat sich zufällig ergeben, aber dann können wir ja rein theoretisch schon mal gucken, dass wir hier so Schindeldächer bauen. Und wir haben hier eine riesen Ansammlung Pilze. Hä, sind wir voll? Och nö. Komm, gib mir die Pilze. Also, weiterbauen. Ich fange nochmal an, pardon. Weiterbauen. Angelrute holen und ein bisschen angeln. Kleine Base in den Ebenen. Generell die ganzen Lebensmittel jetzt mal herstellen, dass die am Start sind. Ja, ist gut. Ja, das ist erstmal so das Gröbste auf dem Plan. Also den Endboss, den sehe ich aktuell noch nicht in der Nähe, sage ich mal. Also das, da lassen wir uns auf jeden Fall noch Zeit. Da möchte ich alles fertig haben. Das Schwert wollte man noch herstellen. Das Schild muss noch hoch. Wir brauchen die Rüstung noch. Also das wird noch ein bisschen dauern. Ach ja, wenn ich dran denke, wie ich hier am Anfang rumgeschlichen bin. In einer der ersten Folgen und irgendwie versucht habe, die ersten Rehe im Nahkampf zu erlegen. Das war schon geil. Und wie lange wir nach Vögeln gesucht haben. Weil wir Federn brauchten. Das ist schon, also gefühlt ist das 10 Jahre her, obwohl es, naja, ein Jahr jetzt her, nicht mal ein Jahr her ist, aber das ist schon krass, was sich da getan hat mittlerweile. Gut, wir wollten hier Töpfe und Pfannen bauen. Wir brauchen noch, oh nein, ich dachte gerade, es hat sich aufgehangen. Wir brauchen Töpfe und Pfannen. Wir brauchen 5-mal Schwarzmetall. Genau das? Nee, das ist das Schrott. Ich will immer das Falsche nehmen. Und hier noch 2. Zack, jetzt müssen wir es bauen können. Wir hängen es wieder so richtig hässlich irgendwo dran, wo es überhaupt nicht hinpasst. Obwohl, hier geht es einigermaßen. Guck mal, Brotteig, Fischhappen, Blutpudding. Jawohl! Ungebackene Lokspastete. Ach, die muss nochmal in den Ofen. Beim Hammer neues Rezept, Kesselstufe 4. Hä? Okay. Gut, Leute, wir haben's. Lasst mal reingucken. Ich habe hier das Feuer übrigens nochmal umgebaut. Ich glaube, wenn wir hier so nah ranlaufen, dann sehen wir hier irgendwo Schaden. Oder vorhin habe ich da zumindest Schadenspunkte gesehen. Ich glaube, ich habe das irgendwie immer kaputt gelaufen. Oder so. Gut, Blutpudding. Distelblutsack Gerstenmehl. 75 Ausdauer. Das ist natürlich schon mega geil. Guck mal, die Marmelade macht 40. Und ich glaube, wir hatten so 50, 60er Sachen, aber 75. Muah, geil, Brotteig. Bereit für den Ofen aus 10 Gerste. Ich weiß noch gar nicht, was Brot bringt. Gucken wir uns später an. Augencreme hätten wir auch schon lange mal herstellen können. Ist prinzipiell auch nicht schlecht. Aber von den Drüsen haben wir nicht so viel. 70 Gesundheit und 4 HP pro Tick. Das ist natürlich mega geil. Und hier, ich würde sagen, wir machen das. Ansonsten ist nichts zugekommen, ne? Wie groß die Liste mittlerweile ist. Geil. Also, ich würde sagen, 2 Moltebeeren, 2 Loksfleisch, Gerstenmehl. Moltebeeren, Loksfleisch und Gerstenmehl. Was waren das? Waren plus 2, ne? 2, dann Loksfleisch. Komm, da haben wir das ganze Ding jetzt rein. Und 4 Gerstenmehl. Und wir haben, glaube ich... Ah, ne, wir haben mehr. Ich würde sagen, wir hauen uns die erste Lokspastete mal durch, dass wir den Ofen auch mal benutzen können. Dann gerade wie irgendein Gegner. Bam! Zack, da haben wir es. Ungebackene Lokspastete. Ab in den Ofen mit dem Ding. Da ist es drin. Muss ich hier noch irgendwie Holz oder irgendwas reinhauen? Es sieht jetzt irgendwie nicht so aus, als würde der schon brutzeln, oder?
brauche ja auch irgendwie Feuer. Aber ich sehe nirgendwo was. Ach man, von einem Rätsel ins nächste, ne? Da denkt man mal, ich habe was gegoogelt und habe was rausgefunden und zack, kommt das nächste. Ach hier, hinzufügen Holz. Gut, ich nehme alles zurück. War eigentlich relativ easy. Macht ja auch Sinn, dass man es drunter legt und nicht oben reinwirft. Ja. So, dann machen wir das. Perfekt. Mal gucken, wie lange es dauert. Wir hauen uns jetzt gleich mal pennen. Vielleicht haben wir ja Glück und können direkt nach dem Aufstehen die erste Lox-Pastete mitnehmen. Und vielleicht dann auch schon... Oh, hört ihr es brutzeln? Riecht ihr den Lox? Geil, oder? Ja, und können vielleicht auch schon erste Flachs oder Gerste ernten. Oder auch nicht. Guten Morgen, liebe Sorgen. Das Harz wollte ich mitnehmen. Irgendwas... Guck mal, das Vieh da unten ist es, oder? Da nehmen wir auf jeden Fall keinen guten Nadelfeil für. Hau ab. Zeig mal. Objekt. Ach so, ich hoffe, ich verkohl's nicht. Mano. Warum muss mir das immer passieren? Ja, macht ja Sinn. Es ist auf dem Feuer, ich muss es rechtzeitig rausnehmen. Aber irgendwie hatte das nicht so den Anschein wie hier so eine Feuerstelle, sondern eher wie sowas hier, was es dann einfach rausspuckt. Naja, da haben wir ein Kohle. Ist ein teures Stück Kohle gewesen. Aber okay. Super. Ach ja, meine Dummheit, ne? Ich weiß nicht, wo es herkommt. Achso, wir haben es noch einstecken. Wir haben Loks, haben wir noch einstecken. Jetzt brauchen wir nochmal zwei Gerste. Oder zwei Gerstenmehl. Komm, zack, zwei. Und wir brauchen... Moldebeeren, zwei Stück. Komm schon. Gut, wir bleiben davor stehen. Ja, war dumm. Bitte sagt nichts. Keine Kommentare dazu. So, komm, hau rein. Ach, nee, ich muss da erstmal zum Kessel. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Jetzt bin ich raus. Was habe ich denn jetzt vergessen? Wir brauchen vier Molte... Nee, wir brauchen vier Gerstenmehl. Seht ihr, so dumm muss man erstmal sein. Jetzt aber bitte. Ach, wir müssen das unbedingt umbauen. Das ist hier alles viel zu eng und hässlich. Das muss alles in die neue... In das neue Haupthaus. So, jetzt komm, zack, rein damit. Bam. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir bleiben jetzt hier auf jeden Fall direkt davor. Vielleicht setzen wir uns hin. Aber die Kamera wird leider nicht... Doch, die wird tiefer. Und können dem Ganzen jetzt schön beim Brutzeln zugucken. Das wird jetzt auf die Minute genau durchgebraten. Medium rare. Leute. Nicht, dass es wieder verkohlt. Bringt der Steinofen auch noch einen Gemütlichkeitspunkt? Nee, ne? Glaub nicht. Jetzt die Frage, wie lange dauert's? Wäre fies, wenn es eigentlich echt lange dauert, aber man muss trotzdem gucken, dass man es nicht verkohlen lässt. Aber ich denke, so fies waren die Entwickler nicht. Und hoffe, dass es bald braun wird. Jawohl, und zack, da haben wir es. Lox Fleischpastete. Und wir gucken, wo ist sie? Hier ist sie. 75 Gesundheit, 24 Ausdauer und 4 HP. Also die Heilkraft ist halt enorm gestiegen, ne? Mit den neuen Lebensmitteln. Zwiebelsamen können wir ernten. Aber das wird hier nicht größer, ne? Nee, ich glaube, das ist einfach so. In den Ebenen war das ja jetzt schon, glaube ich, blau oben, ne? Die Blüten. Schade, ich habe mich schon ein bisschen gefreut gehabt. Dann würde ich sagen, wir hauen hier gleich mal noch die Wandleuchter voll. Dass wir das Harz los sind und machen jetzt nochmal fix auf in die Ebenen. Ich glaube zwar noch nicht, dass es fertig ist, aber wir können ja nochmal schnell gucken zum Ende der Folge. Freuen würde ich mich. Naja, das sieht nicht fertig aus. Gerste ist bloß gesund. Und das hier ist zwar blau. Was denn jetzt? Ha! In der Sekunde. Dankeschön. Zweimal Flachs. Na komm, da muss der Rest aber jetzt auch mal fertig werden. Die habe ich doch gleichzeitig gepflanzt. Wir müssen aber direkt Neues machen, weil wir müssen es vermehren. Es wäre doof, jetzt irgendwas davon ins Spinnrad zu hauen. Wir würden zwar dann die ganzen Rezepte und so freischalten. Es wäre eigentlich schon geil.
Aber es wäre unvernünftig. Wir müssen ja erstmal einen gewissen Grundvorrat erschaffen. Komisch, dass die anderen nicht fertig werden. Ich habe die meiner Meinung nach auf jeden Fall relativ zeitnah gepflanzt. Also kein großer Unterschied zwischen denen. Aber vielleicht hat es auch was mit der Sonne zu tun oder es hat genau nur an dem Stück geregnet. Man weiß es nicht. Also hauen wir hier Flachs wieder rein. Zack, zack. So, aus einem werden ja nur zwei. Ach, das kann eine Weile dauern. Also wir müssen auf jeden Fall demnächst uns nochmal ein anderes Dorf vornehmen. Weil jetzt aus den Flachs... Guck mal, aus den vier wären jetzt gerade mal 8 Stück. Dann können wir die wieder anpflanzen. Dann wären 16 Stück draus. Das dauert zu lange. Wir müssen nochmal ein Dorf finden. Und das Dorf auslöschen. Guck mal, hier die erste Gerste auch fertig. Aber irgendwie wächst das alles ein bisschen unterschiedlich. Na gut, dann hauen wir hier die Gerste wieder mit rein. Brauchen ja erstmal kein Mehl. Das können wir hier definitiv auch erstmal alles in Ruhe wachsen und gedeihen lassen. Noch ein bisschen Platz schaffen. Und da haben wir auch das. Komm, wir gucken nochmal ganz schnell zum Flachs hoch. Wow, ich muss die Dinger wegreißen. Ich sag's doch, weil wir haben nur 36 Leben. Wir hängen hier in den Ebenen rum. Ich bin manchmal echt ein bisschen bescheuert, würde ich sagen. Hier kommt ein totes Kido an. Wir sind tot. Oder ich renne noch dreimal gegen so ein Ding und wir sind tot. Gut, ich teleportiere mich jetzt zurück. Wir machen an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Ich guck mal, vielleicht kriege ich es noch irgendwie hin, ein bisschen Zeit zu vertrödeln. Dass wir dann nächste Folge wieder ein bisschen Flachs und so anbauen können. Aber an sich müssen wir so oder so in ein neues Dorf und noch ein bisschen was sammeln. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Lasst ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns übermorgen 19 Uhr wieder. Bis dahin, macht's gut.